Hallo und willkommen zurück bei Fallout 4. Ja, meine Freunde, in der letzten Folge, da waren wir noch in diesem wunderbaren Tower und, tja, ich bring's mal auf den Punkt. Ich habe keine Karte gefunden, ich habe es irgendwann aufgegeben, ich habe keine Ahnung, wie man da hochkommt. Vielleicht ist das irgendwann mal Teil einer Quest. Das werden wir dann ganz bestimmt noch erfahren. Und jetzt bin ich hier wieder bei der Bruderschaft, bei der stehenden Bruderschaft und habe die Quest aktiviert. Mal eben ganz kurz hier die Lernkurve, sprich mit dem Gelehrten der Bruderschaft. Ich weiß gar nicht, was da auf uns wartet, wenn ich jetzt mehr... Ich habe mit Proctum Quallan gesprochen und mich bereit erklärt, eine Gelehrte der Bruderschaft auf eine Forschungspatrouille zu begleiten. Ich soll die Gelehrte am Flughafen treffen, wo ich von ihre weitere Informationen zur Mission erhalte. So, das werden wir jetzt tun. Müssen wir die natürlich nur finden, die werte Dame. Wenn es denn um eine Gelehrte geht. Dort vorne steht sie mit der Waffe im Anschlag. Wie lautet die Mission? Such- und Forschungspatrouille. Ich sammle Daten, du deckst mir den Rücken. Wow. Sonst wäre ich nicht hier, oder? Verzeihung, Sir. Das ist das Gebiet. Geh voran. Ich weiß, was Maxon sagt, aber das ist das Gebiet. Ich gehe voran. Wir einen Krieg verhindern, indem wir einen anderen anfangen. Bin mir nicht sicher, ob mir das gefällt. Quatsch doch einfach mal. Dann gehen wir mal in das Gebiet. Ich habe keine Ahnung, wo müssen wir denn jetzt hin? Mal kurz auf die Karte geschaut. Wo will die Gute denn... Alter, sie verarschen? Hallo? Ey, wo will die denn hin? Ist doch nicht deren Ernst, oder? Mal eben quer über die Karte gewatschelt, oder was? Dann machen wir das einfach mal. Ey! Ey, das gibt's doch nicht. Ich hab ja schon viel erlebt, aber das ist ja wohl mal lächerlich. Da muss ja hier über die ganze Karte. Ich meine, jetzt gibt's hier nichts. Naja, egal. Das wird halt eine längere Mission, ne? Jetzt haben wir noch eine Begleiterin, haben wir zwei Begleiter und ich habe keine Ahnung, was hier da oben suchen wird. Wir werden es bestimmt erfahren. Ganz bestimmt erfahren sogar. Ja. Ich laufe dann erstmal und warte dann mal auf den Punkt, wo ich darüber kann. Und dann natürlich... Hallo? Ruckel? Und dann natürlich schätze ich mal, wenn wir die Mission abgeschlossen haben, beziehungsweise da oben dann alles durchsucht haben, was die Alte da durchsuchen wollte... Bleibt denn die Alte da? Die Alte durchsuchen wollte... Oh, hier plündere ich gerade mal eben kurz. Momentchen. Was hast du vor? Apropos, mal eben ganz kurz was schauen. Wir hätten vielleicht vorher mal... nicht so cool. Oh, hier Kronkorken und Patronen. Was haben wir denn hier noch? Den Revolver nehme ich auch da erstmal mit. Das auch. Interessant. Oh, da noch Patronen. Hätte ich beinahe liegen lassen. Ja. Ja, hallo. Ist hier sonst noch irgendwas Interessantes? Das ist... Superkleber, naja. Ich schau gerade mal hier hinten in der Ecke, was haben wir da noch? Noch mehr Patronen und eine Sicherung. Rattengift packen wir auch mal mit ein. Naja, haben wir wieder ein bisschen was gesammelt und gehen dann direkt mal weiter. Ja, also worauf ich hinaus wollte, wenn wir die Mission abgeschlossen haben, da oben, vermute ich mal, dann dürfen wir die gut auch wieder zurückbegleiten. Natürlich, einmal quer durch Commonwealth, wir sind dann fast wieder bei Sanctuary. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Oh, ich kriege ja halt echt einen Koller. Weil das wird auf jeden Fall eine längere Mission dann. Kann ich der Piper vielleicht noch irgendwas geben? Sag einfach Bescheid. Nein, du sollst dich untersuchen. Ich will mit dir handeln. Wahrscheinlich habe ich ja was du brauchen kannst. Handeln! Himmel! So, und zwar... Nee, das natürlich nicht. Planken... Hier, halt mal. Ja, die kann einige schleppen. Gott sei Dank. Was haben wir denn hier? Totenkopf-Halstuch. Hier hat sie haben. Also die Kampfrüstung, da muss ich mal schauen, weil die könnte ich bearbeiten. Da muss ich mal schauen. Wie schwer ist denn die? 6,6 Kilo. Lassen wir erstmal drinne. Alter, was wiegt denn hier so viel? Ah, hier ist noch was. Und da. Und da. Alles mal irgendwie raus aus dem Inventar. Das ist ja der Wahnsinn. So viel ist das jetzt auch nicht. Was wiegt denn so viel? Es ist gerade ein bisschen verwirrend. Hallo? Aber gut, müssen wir halt so erstmal weitergehen.
bis wir mal wieder zu Hause ankommen und dann den ganzen Müll entsorgen können. Jetzt sehen wir was? Nein, das ist einfach ein leerer Bus. So, und dann geht's raus. Raus auf die Brücke und rein ins Commonwealth. Das nenne ich echt mal eine Patrouille. Leck mich doch. Hallo? Ach, ist da was? Leck mich. Ich laufe halt einfach selber. Waren wir hier schon? Oh, oh, hier wird's radioaktiv. Wieso wird's hier radioaktiv? Was ist denn das? Ich meine, hier ist zwar... Oha. Also irgendwas ist hier extrem radioaktiv. Ich habe keine Ahnung, was da ist. Vielleicht mal irgendwann hin, wenn wir... Alter. Oh, da kommen die beiden ja sogar. Hallo? Wenn wir mal in Rüstung dabei uns anziehen und dann können wir doch nochmal hin. Dann gehen wir einfach mal geradeaus weiter. Ich glaube, hier sind wir wieder bei dieser Werft. Natürlich. Das ist die Frage. Bleiben wir auf der Straße? Ich würde sagen, wir bleiben hier erstmal auf der Straße, weil das ist Gebiet, wo ich mich jetzt nicht sonderlich gut auskenne. Kann man hier? Nein. Kann man nicht. Ja. So, da ist diese tolle Werft, die wir mal vor einer ganzen Weile durchsucht haben. Dort hinten höre ich wieder Schüsse oder was das war. Ja, mal einfach hier hoch. Ich habe keine Ahnung, wo es hier hingeht. Wir halten uns halt immer in die Richtung unseres Zieles. Hier vorne haben wir eine kleine Stadt, so wie es scheint. Ja, schauen wir doch mal. Da hinten höre ich wieder Schüsse. Was ist denn das hier? Ist das ein... Oh! Die Bruderschaft da oben, helft uns mal. Hallo! SOS, wir werden attackiert. Hallo? Ja. Na toll. Es war jetzt eigentlich nicht mein Plan, aber gut, wo wir jetzt gerade hier sind, da können wir auch hier aufräumen. Wow! Ein kleinen Moment mal eben. Hier müssen wir jetzt echt aufpassen. Oh, 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 oh. Und wie wir aufpassen müssen, hier sind nämlich reichlich. Ah, komm schon her! Wow! Schnell mal ins Zipack rein. Na toll, fehlgeschlagen. Jetzt haben wir zu Quäler zurück. Das war ja eine super Idee. Boah, leck mich fett. Moment. Boah. Ach, komm. Alter, willst du mich jetzt verarschen? Wir nehmen das da und das da und... Wie viel Schaden teilt denn der aus? Willst du mich verarschen? So, der wäre erledigt. Puh! Alter! Was zum Geier war das denn? Wo ist der komische Köter? Hallo? Haben wir den denn geparkt? Hä? Jetzt sagen wir mit Jake Cabot. Au! So, wo kommst du denn schon wieder her? Ja, nee, ist klar. Und der Blutkäfer hält auch noch mal eben kurz. Hey, wo ist denn dieser bescheuerte Köter? Den haben wir... Dieser leuchtende... Was ist der? Haben wir noch hier vorne erlebt? Oder bin ich blöd? Ja, ganz toll. Ist irgendwo ein Aschehaufen rein, zufällig? Sind da schon wieder hochgegangen. Naja, halten wir fest, das lief mal wieder sexy. Gucken wir erstmal, ob wir hier aus dem Kampf kommen gleich. Boah, nee, ist klar. Ja, schön, dass dich am Bein erwischt hat. Ja. Also Gegner gibt es hier zuhauf. Hammer.
noch ein Named. Also hier ist echt wieder mal volles Rohr an Gegnern. Machen wir den da. Dem Gar aus, dann haben wir den schon mal weg. Jetzt haben wir noch Hammer. Wuppa, das wollte ich gar nicht. Scheiße. Hier, nimm das da. Ich brauche hier gerade mal eine andere Waffe. Das geht mir gerade tierisch auf den Sack. Loser. Hallo? Oh, wer schießt denn noch hier? Hallo? Das ist doch jetzt ein Witz, oder? Ich krieg kaum Schaden. Jetzt kommt ja noch eine Scheißstechmücke an. Ich krieg den Kotzen. Na, das war mal eine richtige Scheißidee, um es mal auf den Punkt zu bringen. Kann man den nicht irgendwie... Leck mich doch. Ja, da, 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 da. Das ist das. Und das und das und das und das. Boah, endlich. Alter, also die halten richtig was aus. Den Raketenwerfer, den können wir gerade mal rausschmeißen wieder. Den ich da eingesammelt habe, das wollte ich gar nicht. Ja, jetzt sind wir wieder zu langsam, nämlich. So. Wir sind immer noch zu spät, willst du mich verarschen? Können wir auch rausschmeißen. Hast du es jetzt eigentlich mal an Gegnern? Ey, das war jetzt der reinste Hammer hier, was wir hier an Gegnern hatten jetzt. Und ich höre da schon wieder was. Irgendwo hier vorne ist einer. Tu ich und du. Meine Fresse, okay, das war eine richtige Scheißidee, hier hinzugehen. Und da liegt unsere Wissenschaftlerin. Tut mir ja wirklich leid. Ja, wo wir jetzt eh hier sind, können wir hier auch den Rest aufräumen, wenn ich ehrlich bin. Weil viel dürfte ja nicht mehr sein. Ja, natürlich. Ja, die Klinge, die ist uninteressant. Gut. Dann können wir uns hier noch ein bisschen umschauen. Vielleicht finden wir hier noch das eine oder andere interessante. Und dann können wir die gescheiterte Quest abgeben. War jetzt vielleicht nicht ganz so cool, was wir da gemacht haben, aber gut. Es kann ja nicht alles funktionieren, oder? Mal eben kurz. Was steht denn jetzt in den Daten? Fehlgeschlagen. Begleite den Gelehrten USZ. Kehre zu Produktor Quinlan zurück. Okay. Oh. Das nehmen wir natürlich auch noch mit. Was haben wir hier? Flasche, Spielzeugauto. Ein Toilettenschlüssel von einem Bürgermeister. Wozu braucht man denn bitte einen Toilettenschlüssel? Na, wer weiß, was wir da noch finden. Aber wo wir jetzt hier sind, können wir das Ganze unter die Lupe nehmen. Weil ich glaube, hey, ein Gegner werden wir jetzt... Ist was. Werden wir jetzt nicht mehr viele antreffen. Hier ist noch einer. Der reagiert jetzt nicht groß auf uns. Und ich sehe da noch mehr Gegner. Ich dachte, das wär's. Irgendwo höre ich da noch was. Ich habe keine Ahnung, wo genau. Oh, was haben wir denn hier? Hammer Solo Band. Haben wir noch mal rein gerade? Gut.
Fist ernsthaft? Ever hier. Haben Menschen Maschine reparieren lassen. Guten Platz gefunden haben. Mit Mauern und Wasser. Mensch, winzigen Raum in Boden gemacht haben. Viele gute Sachen drin. Mehr Leute schicken, wir mehr überfallen. Wir dir Knarren zum Tausch geben. Okay, Mensch, jetzt Maschine nicht mehr aufnehmen machen. Mensch, jetzt nicht Zeit für Schlafen. Nicht bluten, Maschine bedienen. Ah, okay. Hammer mit Maschine stoppen. Was für eine Maschine, bitteschön. Was war das? Hallo? Toll, Piper. Ich bin stolz auf dich. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Ich werde hier erstmal von außen aufräumen. So. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt hier finden. Hier scheint, das scheint die Maschine zu sein. Das war wohl der Mensch, den sie hier, von dem wir gerade gehört haben. Aber was tut denn hier so? Kann ich hier irgendetwas machen? Ah! Jetzt hört's auf mit dem Gekreische. Ich habe gar nicht gesehen. Ich habe mich schon gewundert die ganze Zeit. Irgendwas ist doch hier. Okay, hätten wir das auch erledigt. Und ich glaube, das war es jetzt endgültig an Gegnern. Zumindest vermute ich das mal. Schauen wir uns dann den Rest hier um und dann gehen wir wieder zurück. Was zum Geier war das denn? Mollo, nehmen wir auch mal mit. Was ist eine New-Cola-Flasche? Ja, mei. Halt. Da habe ich was gesehen. Munition. Hier liegt irgendeiner rum. Was haben wir hier noch? Alter, was war das? Was ist denn jetzt schon wieder hochgegangen? Und wir haben immer noch diesen Schlüssel bei uns. Der muss ja für irgendwas gut sein. Ich hoffe, wir finden das noch. Ich finde das ganz schön. So, hier können wir rauf aufs Dach. Ist auch mal was Schönes. Aber hier werden wir jetzt wohl nicht viel finden. Überall radioaktiv hier. Aber hier gibt es Munition. Yippie IDO, komm mal her. Nehmen wir natürlich auch noch mit. Dann können wir rüber auf die andere Seite zu diesem zerstörten Gebäude, das komplett in sich zusammengefallen ist. Haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Was ist denn das? Ein Supermutanten-Harnisch. Na dann. Hier haben wir ein paar Patronen. Na, den Harnisch lasse ich hier liegen jetzt. Den brauche ich jetzt gerade mal nicht. Okay, oh, Grafikbug. Gut. Gut, hier hätten wir Feuer machen können. Hier gibt es wirklich reichlich, muss ich schon sagen. Fleisch mit Bohnen. Das sieht überraschenderweise, das muss ich ehrlich sagen, überraschenderweise sieht es hier teilweise noch sehr gut erhalten aus. An der einen oder anderen Stelle. Ob das einen Grund hat? Ah, hier brauchen wir bestimmt einen Schlüssel, oder? Nee, doch nicht. Ich höre schon wieder so ein... Hilfe! Da war irgendwo eine Mine. Wieso gab's denn da eine Mine? Moment mal eben. Da, das habe ich gesucht. So, Ruhe da oben. Das Teil nervt. So. Ein Superkleber und ein Malpinsel. Und dann haben wir hier ein Terminal. Wieso haben wir hier ein Terminal? Passwort erforderlich. Na super. Opening. Klingt doch mal super, oder?
führen. Hm, funktioniert aber nicht. Wie sieht's mit Because aus? 2 Treffer. Wie sieht's mit Failure aus? Auch nicht. Nee, Inquire, Orbital, Runtred. Wie sieht's damit aus? Himmel. Instant? Na toll. Ich hasse diese Passwörter herauszufinden. In der Zeit, wo das gesperrt ist, schaue ich mal eben ganz kurz hier in mich im Raum um. Ein Schnapsglas brauchen wir gerade nicht. Oh, was ist denn das hier? Ali, Brew. Ah, cool. Gwyneth Stout hätten wir hier. Gwyneth Pilsner. Gwyneth Pale. Gwyneth Lager. Gwyneth Brew und Gwyneth Ale. Also alle mal vorhanden. Oh, ich bin schon wieder überladen. Na toll. Hey. Piper, halt noch mal was für mich, wenn's geht. Was kann ich dir denn mal geben? Ja, Splittermine hier zum Beispiel, alle 6 nimm mal rüber. Dann haben wir hier das automatische Gewehr und nehmen wir bestimmt auch noch das ein oder andere. Eigentlich auch nicht viel. Was zum Geier wiegt denn so viel bei uns? Ey, das ist der Hammer. Tada! So, probieren wir es nochmal. Saviors. Oh, cool. Aufzeichnungen. Startseite. 8. November 77. Kaum zu glauben, dass wir endlich zu Hause sind. Wir waren auf dem Freeway in Connecticut, als es losging und der Himmel sei Dank, dass wir von den Autos weggelaufen sind. Wir haben zu Fuß mehr als eine Woche gebraucht. Und was wir gesehen haben, hätte nie gedacht, dass es so etwas in Amerika möglich ist. Leon und ich haben über den Plan geredet, eine Mauer um das Viertel zu ziehen. Aber alleine schaffen wir das nicht. Und Janet muss auf die Kinder aufpassen. Vielleicht haben es ja ein paar Nachbarn überlebt. Sollte mich mal umsehen, solange es noch dunkel ist. Ja, das ist also eine Aufzeichnung nach dem Krieg. Die Wende. Am 12. Dezember, also knapp 2 Monate danach, glaube ich. Dank Waynes Hilfe sind die Mauern nun endlich fertig. Kann noch immer nicht glauben, dass der Eierkopf überlebt hat. Ich komme mir so blöd vor, weil ich den ganzen Sommer lang über seinen Bunker gelacht habe. Da unten hat er sogar Trinkwasser. Oh, das klingt interessant. Welcher Bunker? Leon. Das ist schon eine ganze Weile her. Gott, gib mir die Kraft, meinen Bruder nicht umzubringen. Leon und ich haben die Gegend erkundet und versteckt und uns versteckt, als wir Leute hörten. 12 Mann mit Knarren und Schlägern trugen eine Art improvisierte Rüstung. Leon kannte einen von ihnen und aus seiner Zeit beim Mob. Und er rief nach ihm, bevor ich ihn aufhalten konnte. Der verdammte Trottel plappert los, als hätte sich nie was geändert. Und er erzählt ihnen, dass wir einen umzäunten Fort haben. Sie ließen uns gehen, aber das Funkeln in den Augen sagt mir, dass wir sie schon bald wiedersehen werden. Ah, na ganz toll. Sieh mal an, was wir da haben. Hey, das Ding hier funktioniert ja noch. Steuert sogar die Beleuchtung. Krass. Das verdammte Arschloch hätte einfach gehen und uns den Fort überlassen sollen. Jetzt ist er tot und es gehört uns trotzdem. Wahrscheinlich hat er es ohnehin jemand anderem weggenommen. Dieser Trottel Leon hat sich sogar bepisst und hat sich uns angeschlossen. Oh Gott. Als wir hier einmarschiert sind, der Idiot darf unser Schutzschild sein, wenn wir das nächste Mal in die Stadt gehen. Klingt ja ganz nach netten Leuten. So, erstmal die Safe-Steuerung. Den Safe, den können wir erstmal Schloss deaktivieren. Dann können wir irgendwo hier ein Safe wieder mal auseinandernehmen. Und die Scheinwerfersteuerung interessiert mich einen Scheiß. Oh, schon erledigt. Fein. Bitte was? So, welcher Safe überhaupt? Gut, wir haben jetzt einen Safe geöffnet. Jetzt brauchen wir nur noch den dazugehörigen Safe. Hallo? Safe? Gibt's hier einen Safe? Hallo? Da ist nur ein Aktenschrank. Im Aktenschrank komme ich nicht viel weiter.
Haarklammer. Nehme ich gerade mal mit. Aber das hätte mir auch nicht weiter gut. Wo ist denn. Wo ist denn hier ein Safe? Hä? Ach, da! Du musst, sollte auch die Augen aufmachen, verdammt. Eine Golduhr und Vorkriegsgeld haben wir noch. So, das hätten wir also. Und hier war auch noch was. Stimpack. Können wir uns damit wieder ausrüsten komplett. So, jetzt können wir hier raus. Ja, gehen wir andersrum. Und es heißt, hier muss noch irgendwo ein Bunker sein. Wenn ich das richtig verstanden habe. Schauen wir uns mal um. Was ist denn dies? Oh, ich bin schon wieder überladen. Och, Mann, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube, ich muss wirklich mal gleich ganz schnell erst einmal zurück nach Hause und meine Ausrüstung da. Ja. Entrümpeln. Ich weiß nicht, was hier so schwer ist. Ob wir so viel Schrott gefunden haben. Ich habe keine Ahnung. Weil. Klar, wir sind jetzt nicht viel zu schwer, aber wir sind halt zu schwer. Waffen. Die Splittergranaten möchte ich ungern wegtauschen, natürlich. Aber die kann ich schon mal eben ganz anstatt der Mollos. So. Das wollte ich jetzt gar nicht. Was liegt denn darum? Au. Ich wollte doch nur wissen, was das hier ist. Laserscharfschützengewehr. Ach komm, das will ich auch mitnehmen. Halt, da wollte ich gar nicht hin. Darfst du da. Hallo. So, jetzt hier, Piper, wir quatschen nochmal. Du musst hier was. Alter, wen hast du denn zerlegt und wie? Ich hab doch hier gar keinen erschossen mehr. Was? Irgendwie eigenartig. So, jetzt schaue ich mal, wo haben wir's denn? Wo haben wir's? Da, zack. Und dann natürlich auch das hier. Gibt's so, und jetzt tun? Haben wir wieder ein bisschen Platz. Klebeband und Schere. Aber was für ein Bunker. Wovon hat der gesprochen? Also das ist wirklich sehr interessant. Von was für einem Bunker hat der gesprochen? Ich meine, wir werden es jetzt nicht ewig hier aufhalten, aber ich finde es halt einfach interessant, dass es hier sowas geben soll. Und vor allem möchte ich gerne wissen, was dort in diesem Bunker halt ist. Also es war in diesem Haus und er war eine Art Nachbar. Also es muss hier irgendwo gewesen sein. Und wir haben ja noch diesen komischen Toilettenschlüssel, ihr erinnert euch. Den haben wir ja bisher nicht benutzt. So, die dunkle Bruderschaft ist wieder bei uns. Wer liegt denn hier oben? Okay, hier können wir was herstellen. Das können wir gerade mal eben machen. Das bringt ja auch immer schön. EP auch noch. Wir können voll viel erstellen, sehe ich gerade. Haben wir so viele getötet in der letzten Zeit? Das ist ja der Wahnsinn. Alles mal herstellen. So. Ja, okay, das haben wir jetzt übersehen. Aufbereitetes Wasser können wir 3 Stück herstellen. So. Eine Suppe jetzt nicht. Gut, dann können wir wieder raus. Hier wurden wohl die Raider von den. Hallo? Ist doch. Nein. Die Raider von den Supermutanten gegrillt. Was ist denn das? Eine Maulwurfsratte? Hat sich das hier innerhalb des Spiels verändert? Oder. Das ist irgendwie eigenartig. Huch, da ist ja noch eine Kiste. Da scheint was Interessantes drin zu sein. Na, das war wahrscheinlich zu weit. Ich dachte es mir schon. Na, endlich. Geschafft. So, was haben wir hier drin? Aha, aha. Okay,
Den Rest können wir hier lassen. Oh, da haben wir auch noch Munition. Was es hier alles gibt, das ist der reinste Wahnsinn. Aber wir haben noch immer nicht diese eine Stelle gefunden. Ja, das kann nicht der Bunker sein da vorne, das glaube ich nicht. Aber wo soll das sonst sein hier? Ich meine, irgendwo muss es das ja geben. Hier, Hinterhofbunker. Tada, gehen wir da mal rein. Jawohl, ja, da ist er ja. Das ist also der Bunker. Weil da drin noch irgendwen antreffen? Und der hat reichlich hier gehabt, so wie es scheint. Da haben wir einen Chemikalienanzug, den brauchen wir jetzt gerade mal nicht. Was haben wir hier noch? Whoppa! So, was haben wir hier noch? Nichts Weltbewegendes, aber etwas. Oh, was haben wir hier? Rüstungswerksbank, Piper! Bei Fuß! Aufgepasst! Achte nicht auf die Unordnung. Aufgepasst! Ja, ja, Unordnung, ey. Wen interessiert das denn? Wo haben wir's? Ach, was mache ich denn da? Das hier wollte ich haben. So. Das sind die Waffen, okay. Komm schon, Lou. Ich nehme dir was ab, bevor du noch zusammenbrichst. Ich rechne nicht zusammen. So. Ich wollte dieses Leichtbau-Fiberglas-Dingens da. Fiberglas haben wir hier. Machen wir daraus mal Standard. So. Und hier haben wir Leichtbau ohne Extras. Und jetzt gehen wir auf unsere, was wir anhaben. Muss ich jetzt mal gucken, wo haben wir das? Ist das das hier? Nein. Da ist der Harnisch. Lackiert. Ah, geht gar nicht. Verdammt. Ja, und Taschen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass man das irgendwie machen kann. Und ich möchte das ungern hergeben, weil vorübergehend die Zeit verlangsamen und alles. Ist natürlich schon krass. Ja, verlassen wir die Station. Schmeißen das Ding raus und... Wo haben wir da? Kampfrüstung, Harnisch, ablegen. Hätten wir auch zerstören können, jetzt ist es aber auch wurscht. So, was haben wir hier? Munition. Piper, Piper! Oh mein Gott! Piper, hallo? Aufgepasst! Suchst du was Bestimmtes? Nö, eigentlich nicht. Ich will dir nur was geben. Nämlich das, was ich gerade gefunden habe. Ich habe keine Ahnung, was das war, aber es war auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. Das hier war das. So, jetzt müsste ich wieder... Ja. So, da haben wir noch einen Safe. Den können wir gleich aufmachen dann noch. Elektromagnetische Kartusche. Ah, und schon wieder überladen! Himmel! Hier wollten sie sich wohl hinbuddeln oder so. Ich habe keine Ahnung. Interessant. Das ist die Amateurfunkbox. Und dann haben wir hier noch Wayne's Terminal. Das gehen wir jetzt nochmal eben durch. Eigentum der Familie Tornquist. Wayne's Aufzeichnungen. Hab's nach Hause geschafft. Am 26. Die Jungs haben sich endlich in den Schlaf geweint. Es ist 3 Tage her, dass die Bomben gefallen sind und seitdem ist alles den Bach runtergegangen. Unser Direktor oben bei MedTech wurde vorgewarnt und wenn ich nicht den Code in sein Terminal eingegeben hätte, der seine Aufzeichnung an mich weiterleitet, wären wir dort oben mit den anderen gefangen gewesen, als die Abriegelung aktiviert wurde. Ich musste zu Fuß nach Morden gehen, um die Jungs zu holen. Ich bin so stolz auf sie. Sie haben sich den Plan gemerkt. Michael und David von den Lehrern weggeholt und wie ich ihnen gesagt hatte, versteckten sie sich anstatt in diesen Wald zu gehen. Ah, gucke einer an. Wir schafften es hinterher in unseren Bunker, bevor die ersten Flugzeuge über uns hinwegflogen. Eine Weile hörten wir Radio, aber dann war der Sender weg. Ich höre noch immer die Schüsse da draußen. Ich weiß nicht, ob du noch da draußen bist, Bonnie, aber ich bete darum. Geht natürlich jetzt auch nicht so toll. Bonnie, es ist jetzt 2 Wochen her. Bonnie und ich wünschten... Wünscht... was? Bonnie... Ah,
Okay. Bonnie, und ich wünschte mir, du wärst hier. Ich würde so gerne ins Krankenhaus gehen und dich suchen, aber es ist zu gefährlich in Boston. Und ich kann die Jungs hier nicht alleine lassen. Der kleine David fragt ständig, wann seine Mama wiederkommt. Und Michael schaut mich nur böse an, wenn ich sage, dass du noch im Krankenhaus bist und Leuten hilfst. Wenn sie im Bett sind, höre ich mir die gelegentlichen Radioberichte an. Und ich glaube, er hat einen mitgehört, bei dem es um die Gefechte in der Stadt geht. Hört sich echt übel an. Hoffentlich geht es dir gut, Schatz. Oh, das ist natürlich bitter. Die Nachbarn, das ist dann jetzt... Es ist 3 Monate her, dass die Bomben gefallen sind. Habe gestern Nacht das erste Mal den Bunker verlassen. Unser Plan, die Hauptleitung vom Wasserturm anzuzapfen, hat funktioniert. Aber wir brauchen weit mehr Klebeband für das Rohr als erwartet und es leckt ziemlich stark. Wir hatten keins mehr im Haus, also wollte ich bei den Korps gegenüber einsteigen. Der Kerl war Bauarbeiter, also dachte ich mir, der wird schon welches haben. Ich war in Rons Werkstatt, wo er an diesem Yuka-Cola-Automaten gearbeitet hatte und ich habe ihn wohl wegen den Schussgeräuschen und Explosionen draußen nicht gehört. Plötzlich fühlte ich einen kalten Lauf an meinem Hinterkopf. Er sagte mir, ich soll mich langsam umdrehen und oh Gott. Bonnie, sein Gesicht. Die Strahlung hatte ihn übel erwischt, die Haare fielen ihm aus und eine Gesichtshälfte sah aus, als würde sie schmelzen. Ich flehte ihn an, mir nichts zu tun, aber er steckte mir den Lauf in den Mund und spannte den Hammer. Wow. Ich hörte den Schuss, aber als ich die Augen aufmachte, fiel Ron zu Boden und ich sah Lance. Aus der Nachbarschaft auf unserem Dach. Er hatte alles mit angesehen und mir das Leben gerettet. Er sagte, er habe einen Plan. Ich solle morgen Abend zu ihm kommen. Interessant. Happy Birthday. April 78. Happy Birthday, Bonnie. Keine Ahnung, ob du noch lebst, aber es ist ein 30. Also haben David und Michael oder Michael dir einen Kuchen gebacken. Kein Kunstwerk, aber sie durften eine Dose Zuckerguss aufmachen und das machte Spaß. Die Ames oder Ames und ich waren fleißig die letzten Monate. Lance und seine Brüder kamen gerade mit ihren Familien zurück aus dem Urlaub in New York, als die Bomben fielen. Der Rückweg, größtenteils zu Fuß, hatten Wochen gedauert. Sie hatten vor, eine Mauer um die Nachbarschaft zu bauen. Und nachdem er mir das Leben gerettet hatte, konnte ich ja wohl kaum Nein sagen. Wir wollten den größten Teil innerhalb der Nacht schaffen und klauten deshalb ein paar Lastwagen von der Irish Pride Werft. Ja, cool, da waren wir ja. Hab Leon nicht gefragt, wo er gelernt hat, einen LKW kurz zu schließen. Lance zeigte uns, wie wir sie für die Mauer um den Hof herum parken mussten. Muss zugeben, dass mir einer umgekippt ist. Hatte fast das Haus zertrümmert. Es dauert noch einen Monat, bis der Rest der Mauer stand, aber seitdem wechseln wir uns mit der Wache ab. Und den Kindern gefällt es, wieder nach draußen gehen zu können. Okay, das waren also die Aufzeichnungen. Dann machen wir noch die Safe-Steuerung mal eben fertig. Ja, die Folge dauert schon wieder länger als erwartet. Da war noch was. Halt, nein. Natürlich noch das Band abspielen. Hole Band. Mama, bitte einmal reinhören. David, die bösen Männer sind zurückgekommen. Ich habe gesehen, wie sie Mr. Lance erschossen haben. Und er ist vom Dach gefallen. Michael hat gesagt, er wird schon wieder. Aber er bewegt sich nicht mehr. David, komm schon. Papa hat gesagt, dass wir unser Zeug packen sollen. Nein. Ich muss eine Nachricht für Mama hinterlassen, damit sie uns finden kann. Hör auf! Jungs, kommt, wir gehen. Jetzt sofort. Warte, ich muss noch Jangles holen. Michael, schnapp dir deinen Bruder. Wir haben keine Zeit. Sie werden jeden Moment zurückkommen. Ob die noch entkommen sind? Natürlich schwer zu sagen. Oh, was haben wir hier noch? Ein bisschen Psycho. Und das war's. Dann ist das nicht nur drin. Mein Gott, ey, was man hier alles findet. Das ist ja der reinste Wahnsinn. Hier kann man sich ja dumm und dämlich looten. So, aber ich glaube, jetzt haben wir endgültig alles. Glaube ich zumindest. Und damit würde ich sagen... Tada! Verabschiede ich mich von euch für diese Folge und in der nächsten, ich werde es mal ankündigen, also ich werde jetzt offscreen mal eben kurz in die Stadt und mein Inventar aufräumen, denn wir sind hier dauerüberladen und dann
treffen wir uns wieder bei der Stählernen Bruderschaft und können von unserem glücklichen Versagen berichten. Ja, und mehr gibt's, glaube ich, nicht zu sagen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder mal beim nächsten Mal wieder hier bei Fallout 4.